Dieses Haus sieht scheiße aus. Erstmal muss das Dach weg, wir brauchen viel mehr Platz. Ein Rechteck ist zu langweilig. Wieso ein langweiliges Rechteck, wenn man viele tolle Rechtecke haben kann? Ja, ich weiß, das sieht bis jetzt noch ziemlich beschissen aus. Aber trust the process. Manchmal muss man erst hässlich sein, um schön zu werden. Merkt euch das fürs Leben. Ich will eine bunte Farbpalette fürs Dach. By the way, wie hübsch ist eigentlich dieser Berg? Guck mal, hier ist voll der tiefe Abgrund. Wow! Wir machen hier auch lauter so kleine Einzeldächer. Die Verkleidung aus schwarzer Eiche, was haltet ihr davon? So ungefähr in dem Stil, wäre das was? Falltüren geben alle mehr Tiefe. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ist das zu viel? Soll ich dir 10 Dächer geben oder jemand anderen doppelt? Ich setze jetzt noch Stützen und Balken und sonstigen Vierlefanz ein, die man so an Häusern findet. Hier kommt auch noch irgendwas drumherum. Fragt übrigens bitte nicht, wie das Haus von innen aussieht. Die Ecken werden auch zu Holzbalken. Zwischenupdate, es sieht jetzt so aus und wir brauchen langsam echt Fenster. Nächstes Zwischenupdate, wir haben jetzt Fenster. Ich habe ein, zwei Details übersehen. Lagerfeuer in den Dächern lassen alles so viel lebendiger wirken. Schreibt mir gerne, was ihr anders gebaut hättet.